Janine Breuer-Kolo. Guten Abend, schön, dass Sie da sind an diesem Montag. In Weverfellinghausen, da klagen die Anwohner schon länger über eine nicht intakte Entwässerung. Und das, was da gestern an Wassermassen runtergeregnet ist, das war einfach zu viel. In einigen Kellern stand wieder das Wasser und das war Ende Juni schon mal so. Einige Anwohner sind es leid und haben sich bei uns gemeldet. Drücken die Daumen. Nach einem tödlichen Arbeitsunfall in Meschede ermittelt jetzt die Polizei. Der Unfall war schon am Freitagnachmittag passiert im Gewerbegebiet im Schwarzen Bruch. Ein 54-Jähriger aus Bestwig wurde in einer Lagerhalle von einem herabfallenden Gegenstand aus einem Hochregal so schwer getroffen, dass er noch vor Ort an seinen Verletzungen verstarb. Die Polizei untersucht noch, wie es zu dem Unfall kommen konnte. In Arnsberg-Öventrop wehren sich die Menschen im Bezirksausschuss und Heimatpfleger aus dem Ort dagegen, dass ihr Stadtteil in eine politisch rechtsradikale Ecke gedrängt wird. Der Auslöser dafür liegt schon einige Tage zurück. Ohrin habe ich dem entnommen. Dankeschön für Ihre Zeit heute Abend. Ja, gerne. Und jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblings-Sommer-Events, das ich in diesem Jahr noch nicht einmal geschafft habe. Open-Air-Kino. Mit Kuschelpulli oder Decke zwischendurch vielleicht mal kurz den Blick von der Leinwand nach oben in die Sterne richten im besten Fall. Und weil ja Richtung Wochenende auch das Wetter wieder besser werden soll, eigentlich perfekt für einen guten Film unter freiem Himmel, empfehlen wir Ihnen heute mal das Open-Air-Kino in Balve. Musste hin. Juhu. Jeder kann ja mal einen Hänger haben. Die, die wir jetzt sehen, die haben viele. Einer der größten Verkäufer für Anhänger in Europa kommt aus Westfalen und schmeißt den Laden mit nur 15 Mitarbeitenden. Rund 5000 Anhänger für ein sperriges Klavier beim Umzug, vielleicht für ein paar Liter Gartenerde oder auch die Bierzeltgarnitur zum Schützenfest. Von ganz groß und sehr teuer für eine mobile Sauna oder ein Whirlpool bis hin zu klein und günstig gibt es hier im Kreis Lippe den passenden Anhänger, je nachdem, was die Kunden vorhaben. Eine super Geschichte aus Westfalen. Wir haben gerade im Team kurz diskutiert, Biene oder Hummel? Hummel, ne, sind die mit Plüsch am Po. Man kann sie auch fast schmatzen hören. Es schmatzt und summt und krabbelt und hummelt im Pollenparadies und es duftet. Sieht dazu noch wunderschön aus. Der Rosengarten in Erntebrück auf dem alten Friedhof, der wird von zwei Frauen ehrenamtlich gehegt und gepflegt. Und jedes Jahr im Sommer gibt es wieder eine neue Rosenpracht zu bewundern. Hat auf jeden Fall was Tröstliches. Der würde auch toll in die Rosen passen, oder? Der Schwalbenschwanz, der bringt auf jeden Fall trockeneres und sonnigeres Wetter mit nach Südwestfalen in den kommenden Tagen und ist Martina Auffenberg in Siegen auf der Truppacher Heide vor die Linse geflattert. Ein super tolles Foto, Dankeschön. Heute auf mäßig warmem Niveau, also richtig heißes Sommerwetter, ist erstmal noch nicht in Sicht. Soweit der Start in die neue Woche in Südwestfalen, kurz vor 8. Das heißt bei uns gleich nach der Tagesschau, Essen ist fertig, es gibt wieder Land und Lecker und auch in dieser Staffel wollen die besten Landwirte ihre Landmenüs servieren. Schönen Abend.